Moin Mann zusammen, es geht weiter bei Anno 1800. Wir wollen langsam anfangen hier, unsere Reservendosenproduktion langsam anzukurbeln. Und deswegen habe ich mal ein bisschen gerade mal meine Bevölkerung mal hier ein bisschen aufgerüstet. Es hat leider herausgestellt, es hat doch nicht ein bisschen gereicht, wie es sein sollte. Aber ich habe schon mal angefangen, hier eine Anlegestelle zu bauen. Da brauche ich ein bisschen noch Stahl und bin gerade ausgegangen. Deswegen ein bisschen habe ich schon mal Vorrat. Admiral auf der Brücke. So, Einlegestellen sind für mich sehr, sehr praktisch. Hi. Deswegen machen wir hier mit dem Stahl. Die Steine habe ich auch noch im Lager. Bretter brauche ich und noch Fenster. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ruder übernehmen. Weil wir wissen jetzt ein paar Schiffe mehr, aber hier, dann die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, das ist schon klar. So. Wie sieht bei mir lagermäßig aus? Alles soweit voll. Wurst geht hoch. Hopfen, okay, Hopfen ist ja klar. Weil ich eine weitere Bio-Prozent gebaut habe. Bereit für den Einsatz. So. Vollmann. Mit solchen Kapriolen habe ich damals angefangen. Hängen gelassen. Schon wieder. So. Ei. So, dann mal gucken, wie baue ich weiter an die Stelle. Schon mal Dreier haben. Da. Anlegestelle. Kein Platz. Aber hier habe ich Platz. Das muss ich wieder mal aussehen bauen. Da brauche ich leider wieder Fenster, Stein, Bretter. Alles bereit. Ist ja nicht das Problem. Habe ich schon mal. Dann kann ich gleich anfangen, nur. Ein letzter Blick. Stiefelpolitur schmeckt. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, bereit, Direktor. Jetzt ziehe ich an euch. Und Fenster wieder. So. Setz die Segel. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. So, wir sagen hier. Kapitän einbauen. Bäm, gleich gestiegen. Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. So, dann wollen sie gleich Reservendosen haben. Kriegen sie gleich von mir. Alles bereit. Das ist ja auch gleich noch ein bisschen höher. So. Erwarten neue Horizonte. Du ladest jetzt mal dies, das. So. Landwirtschaft, Fleisch. Nein, erstmal hier das brauche ich und dann Paprika. So, und dann Ausland und gib ihn. So. Ja, wir haben schon ein bisschen was auf Lager, dann kann ich schon am Anfang schon mal. Ist schon mal auszubauen. Jetzt geht man hier gleich ein bisschen in den kleinen Keller. Aber wenn es gleich so wenig ist, dass das gleich alles haben, dann geht es langsam gleich los. So, erstmal umschalten auf meine andere Insel. So, diese Fruchtbarkeit habe ich noch soweit alles, ja. So. Über diese habe ich ein bisschen jetzt mal diesen leicht nach mal liegen gelassen. Weil jetzt, die haben jetzt wir alles leben hier an einem guten Ort. So, wir haben auch mal ein bisschen Lehm. Ein Feuer ist ausgebrochen. Aber ich kann ja hier schon mal Baumaterial nehmen, also rüberschiffern, über nicht mal alles. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Okay, das ist das Problem. Die Dinger gehen in die Luft. Und das ist leider ein Problem. Dafür muss man, deswegen hat man die Handelskammern, um welche Buff zu machen, um die nicht so oft abzufangen. So mutig und so viele Leben gerettet. So. Jetzt will ich mal hier langsam anfangen, hier mal die Flammen wurden gelöscht. Hier auszubauen. Mein Lagerkapazität ist bei 800 ist gestiegen. Haben wir noch irgendwas? Nö, wir sind gleich alles ausgebaut. Also, aber ich finde es ein bisschen komisch, wie alles hier ein bisschen verschieden ist. Also ein bisschen komisch.
Aber jetzt geht es relativ gleich hoch. Hier rum ist gerade in den Keller gegangen. Zuckerrohr ist auch stabil. Holz mit plus 3. So. Also hier, jetzt geht das auch um das. Jetzt kriegen sie hier gut. Der ist ein Fleisch. Weil ich jetzt eine Anlegestelle habe, ist ein bisschen schneller. Ja klar, ich stehe nicht mal weg. Hopfen muss ich wahrscheinlich eventuell ein bisschen nach und nach verbessern. Aber. Stillgestanden, der Admiral. So, aber ich wollte hier jetzt mal langsam mal weiterbauen. Und ich würde sagen, Ziegerei könnte ich auch bauen. Aber könnte man Stahl könnte ich auch bauen, aber ich habe hier keine Kohlemine. Und wir sagen eine Ziegerei und ein Stahlproduktion, ich denke mal, würde auskommen. Und Glas, also mal Glas tue ich auch hier herstellen lassen. Das ist auch relativ sehr einfach. Und deswegen würde sagen, hier mache ich mal ein bisschen weiter. Ich mache jetzt mal hier erstmal eine Hochform erstmal wieder. Wo ist mein Schiffchen mit? Erwarten neue Horizonte. Ja. So. Mal gucken, ich glaube. Produktion. Verlage ich mal hier grün rüber. So mache ich einen Lagerhaus schon mal hin und zweimal Ziegerei. Und erstmal eine Feuerwache. Weil ich die hier und dann gleich wieder abfackelt. So. Alles bereit. So. Denn die Steinstrahlen da, Wassersteine, so so, dann kann ich den hier schon mal ausbessern. Teil so, Schule habe ich schon mal hier ein Plätzchen schon mal. Dann mal ein bisschen an der Straße hin. Uni muss ja auch noch auf meine Insel bauen. So, dann würde ich das auch mal gleich mal anfangen. Und kann das am besten hinbauen. Also sagen wir so, hier erstmal hier oben. Krankenhaus muss ich bald auch mal anfangen. Die Krankheiten kann ich vorher verbreiten. So. Ich finde es schade, die Einflussradius für den Krankenhaus eigentlich eher relativ mager ist. Bei dem Krankenhaus komme ich gerade hier noch hier oben hin. Das Krankenhaus muss man relativ viel bauen. So. Ich habe ja ein bisschen Wassersteine. So. Dann haben wir schon vorher gleich schon mal aus. Oder halbwegs gleich schön aussehen. Ziegelsteine habe ich ja relativ viel auf Lager. Produktionsketten ausbessern. So, schön hoch. Auf Ihren Befehl. So. Arbeiter hätte ich hier gerade. Gleich auf Null. Und zwar klar, wir haben einen Anschluss an Konto erstellen. So. So. Weil ich. Oh. Echt vergessen, da eine Straße zu bauen. Hier fange ich bald auch an, mein Konto zu den Lagerkapazität bald zu erhöhen. Deswegen. Erwarten neue Horizonte. So, jetzt mal hier. Sehe ich schon Geld, muss ich auch ein bisschen gleich nachbessern.
Koordinaten eingezeichnet. Lager. Lager sind alles voll. Bier ist plus 1. Alter, früher später muss ich immer noch Bier weiterherstellen. Dosenfleisch ist gerade so im Plusbereich. Aber ich denke mal, irgendwann muss ich wahrscheinlich auch. Ja, warte mal, genau, Krankenhaus muss ich auch mal ausbauen. So. Also geht schon die Bilanz schon ein bisschen runter. Bin schon mal dabei, hier weiter auszubauen. So. Die steige ich schon mal ein bisschen auf. So. In Universität muss ich auch langsam anfangen zu bauen. Wie schön, in dieser Zeit zu leben. So, die wollen ja bald ja Pelz haben. Pelzen kann ich die bald geben. Bereit, wenn ich für dann so anfange, Baubeute herzustellen zu lassen. Da gibt es ja extra noch einen Boost ja noch. Leider ohne mal mit Geld. Aber wenn ich das mal hier auch schon ausbaue, schon dann. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Diese Zufriedenheit. Kompromissloser Journalismus. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, okay, hier hätte ich auch in, muss ich auch in meine Handelskammer klatschen. Die Luke vom Lager geht nicht, Mann. So. Aber ich muss auch mal hier ganz anfangen, die Kapazität zu erhöhen. Die Flammen wurden gelöscht. So. Hier weiter mal ein bisschen Straßen ausbessern. Muss ich meine Hauptinsel auch mal ganz anfangen. So. Ich denke mal. Bei dir oberhalb Bereich würde ich eher noch für Felder und Co. lassen. Also ungefähr. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wieder? Ach jo. Feuerwehr, ja. Da geht es gleich besser. So. Wir sagen hier jetzt mal die Ecke will ich mal hier so mal ausbauen noch mit Häusern und den Rest würde ich als Produktion-Ecke noch lassen. Ich mal so ist es relativ noch ausgeglichen noch. Hier kann ich noch mit dem Felder bewirtschaften ja noch und mein Handwerk und Co. alles mit Paprika und Fleisch versorgen ja. Die Rohstoffe habe ich ja noch dafür. Ich mal hier auch mal ausbessern. So. Weil ich kann ja alles vieles mit Handelskammer und Co. alles ja verbessern ja. Aber mache ich erstmal noch nicht. So erstmal hier. Anfangen, weiter Häuser hinzubauen. So. So. Alles klar. So, Krankenhaus habe ich schon mal hier hingezimmert. Muss ich mal gucken. 30-mäßig tue ich noch mal Rohform schon mal hinbauen. Ich denke mal. Logistik wird auch relativ sehr anspruchsvoll werden, aber ich denke mal, es wird alles machbar sein. Okay. Also wenn man nicht so extrem übertreibt, dann geht das alles. Ja, sind mal zwei große Hauptinseln mit viel Bevölkerung. Ich denke mal, es ist schon relativ. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Mal gucken. Ja. Okay. Den bin ich so. Noch mittelmäßig, noch so ein Frieden noch, aber irgendwann wird mir doch mal. Wenn ich so oft so ein Arsch zu ihm bin, dann könnte es sein, der mich doch mal einen Krieg erklärt und das will ich auch nicht. Bis jetzt sieht das noch relativ noch gut aus. Rohstoffmäßig, wo habe ich hier Lehm? Lehm ist hier genau. Bin noch ausgelastet, das ist sehr, sehr brauchbar. Admiral auf der Brücke! So. Diesmal hier mal ein bisschen. Was zu viel. Besser. Alles bereit. Hier das letzte Rest ziehe ich auch noch raus.
den. Sind unterwegs! So. Nahrungsmäßig ist alles okay. Rum ist auch noch ganz gut voll. Bin ich hier weiter mal Handwerk aufsteigen lassen. Um ein bisschen mehr Bilanz zu kriegen. Und gleichzeitig mal die Uni mal langsam leicht zu bauen. Das merke ich, ihr habt keine Hand, wieder kein Handwerker. Jetzt muss ich wieder aufsteigen lassen. Ich habe gerade nicht so einen Blick auf gehabt, wie viel ich aufsteigen muss noch. So. Geldmäßig steigt ja wieder. Aber immer so ein bisschen Blick haben wir oft hier oben immer. Bei denen, aber wenn man diese Insel komplett zukleistert, dann hat man so viel Überschuss von Arbeitskraft. Dann ist es fast egal. Wenn man die Produktionsketten ja, wenn auf Insel ja überall verteilt, ja. Das ist so, überall muss man Häuser bauen, aber wenn man kurz vor am Ende ist, kann man sagen, vor Ende von alles her. Aber dann haben wir die komischen Gebäude. Die Arbeitskraft für alle verschiedenen Inseln überall verteilen tut ja. Und denke mal, da wird es schon mal sehr interessant. Bereit für neue Befehle! Braucht man keine Siedlung mehr nicht mal bauen. Deswegen. Äußerst verheißungsvolle Karten so. Liegen auf dem Tisch. Die Uni habe ich jetzt hier auch schon fertig. Der Uni-Gebäude ist sehr, sehr groß. Deswegen habe ich ein bisschen schon mal hier Häuser weggenommen. So habe ich schon mal hier separat schon hingebaut. Und gleichzeitig überlege ich auch, wo die Museum hinbaue, weil das Museum ist auch relativ, wenn man das alles haben will, auch relativ ein großes Gebäude werden kann. Muss ich gucken, wo die Uni, also mal Uni ist ja klar. Aber Zoo und Museum muss ich schon mal überlegen, wo ich das hinzimmere. Pelze sind klar. Jagdhütten kann ich hier bauen, aber die restlichen zwei Bauarten kann ich hier leider nicht herstellen lassen. Das heißt, ich muss das alles importieren. Und deswegen wird es auch relativ, sag mal, Jagdhütten habe ich hier relativ viel. Warte mal, hier habe ich den Jagdplatz. Und hier, das heißt, zwei Inseln habe ich, kann ich hier mit Jägerhütten hier ausstatten. Pelzen habe ich ja, würde ich wahrscheinlich Überschuss kriegen. Aber ist mal alles mal abwarten. So, das muss ich bald auch machen. Nicht weniger als das uns zusteht. Das ist das letzte, was die sanfte Sonnenstrahlen haben, aber jetzt wollen ja mal die Uni haben. Die Uni kriegen sie sofort von mir. Ich mal hier die Straße erweitern. Sonst sind wir hier weg. So. Und nee, hier ist die Uni. Uni ist passt genau hier dazwischen. Eine schon mal hier bauen. Aber das größte Gebäude ist die Bank. Deswegen die Bank hier erstmal hier hinbauen. Bank hat relativ große Radius. Kriegt man zusätzlich guten Bilanz noch. Aber mir fehlt immer besetzt, bin ich nicht so weit gekommen. So, ja, doch schon gekommen, aber ich habe ja, kann man sagen. So. Wir wollen ja hier ein bisschen weiterbauen. Die Lagerkapazität ist immer so immer noch voll. Erwarten neue Horizonte. So. Jetzt fange ich mal hier klatsche ich überall noch grob planmäßig noch die Häuser noch hin. Und muss ich auch gleichzeitig gucken. Erstmal eine Reihe. So eine Reihe zum Hochzimmern erstmal. So ein grob Plan hat schon alles. Die Straßen alles zu verbinden und dann kann man ja gucken, die Einflussradius von den Gebäuden ja alles. Ich meine, da gibt es auch noch einen Boost noch. Passt genau in die Ecke hier rein. Ja, gerade so noch. So. Jetzt hier noch schon Straßen ausbessern. Hier wollen wir wirklich auch noch hin. So. Zack. So, mal hier. Menschen lassen sie hochleben. Das finde ich nett. So, hier.
Was? Du, weil ich raus hab, der ein bisschen praktisch bin. Komm. So. Hier noch ein paar Häuschen bauen. Also als Form noch. So. Jetzt ist diese Lücke auch komplett geschlossen. So. So, das ist schon mal mein Raster. Jetzt brauche ich wieder Ziegelsteine. Flotte erwartet Befehle. Ziegelsteine haben zu kriegen wir hier noch. Zack. So. Auch nicht mehr, viel, aber ich denke mal, es wird ziemlich sehr eine große Zweitstadt werden. Ich habe jetzt meine Uni jetzt schon. Muss ich gucken, wo ich die Bank hin klatschen kann. Was? So? Aber gleichzeitig muss ich auch gucken, wie am besten links ist. Muss ich offen lassen? So ist es auch relativ groß. Ich bin zuversichtlich, dass wirklich ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreiche. Keine Änderungen? Wirklich? So. Keine Änderungen? Die Uni ist relativ ein großes Gebäudekomplex, ist halt sehr große Radius. Finde ich nicht schlecht, weil die ungefähr in die Mitte würde ich das alles ja gerne haben. Dann würde ich jetzt mal anfangen, hier mal eine Schule weiterhin zu bauen. Schule hätte ich gern da. Und hier und dort. So, eine fette Kirche. Lass ich das mal hier mal ab. Kirche. So. Marktplatz, ist ja klar. Da, wo richtig grün ist, kann man schnell auf. So, jetzt kommt der Pub. So. Alles im grünen Bereich, jawohl, alles grün, das ist schön. Die Feuerwache. Ich da mal schön hin. So. Hier ist ein bisschen leicht hellgrün, aber Pub ist auch als grün Bereich, auch grün. Die Kirche muss ich noch hier noch eins noch hinbauen. Danach, ich denke mal, dann habe ich soweit alles hier im grünen Bereich. So. Schule, jetzt kommt der Uni. Die Uni will ich mal die vier mittig bauen. Aber gleichzeitig auch muss ich auch an Krankenhäuser denken, wegen der Krankheit. Wenn ich hier keinen Krankenhaus baue, dann habe ich tierisch immer die ganzen Pest bei mir. So. Hier ist es noch ein bisschen grün, kommen da überall noch dran. Hier auch. So. Die Uni habe ich jetzt ja auch schon fertig. So, die Bank. Die Bank ist auch ein relativ großes Gebäude. Wir sagen, die Bank klatsche ich neben die Uni hin. Das heißt, das hier kommt weg. Das Gebäude ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und deswegen. Denken wir von der Romform aus, sieht das relativ sehr schick aus. Wie wir sagen, wünsche euch einen schönen Tag noch und schönen Abend noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.